Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part in der Extrem Hardcore No Money Challenge, wo wir uns um was man sät kümmert nebenbei. Und wir holen uns diese Woche die traditionelle Ghost Jeans. Sensemann wird von Neid erblassen. Nice. Gerdanband 2 kriegen wir noch, außerirdischer Knochenhase, sofortige Hygiene. Gib mir das im Real Life. Und verlorene Wälzer der grünen Lady. Also sofortige Hygiene brauche ich dringend im Real Life. Ja, hier sind wir letzte Woche gewesen. Wir haben alles abgeschlossen in der Extrem Hardcore No Money Challenge, nachdem ich mir was in Jose gemacht habe. Blick am 13.10. ins Jenseits, was? 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 Oh, okay. Jetzt müssen wir uns denn, muss ich mal schauen. Erstmal Spiel lernen, bitte. Ich weiß nicht, wo ich ich weiß nicht, wo von meinem, welcher Char von meinem das ist, ob ich da geladen hatte. Die 100 Baby Challenge? Ja, doch, genau. Weil da kommt auch gleich ein Stream. Also was das gleich, aber ja. Zum Zeit der vorproduzierten Aufgabe. Was? Nancy nun bei uns? Was? Was soll alles schiefgelaufen bei mir? Ah gut, Nancy hat ihre Family hinter sich gelassen, also noch eine Family, die wir zerstört haben. Wobei, eigentlich, wo ich schon mal dabei bin, kann ich eigentlich auch das schwarze Herz mitnehmen. Weil ich meine, ich mache das sowieso eigentlich immer, also. Ich meine, ich mache das eigentlich zum Spaß und die Beziehung von denen ruinieren, und da ich mir eh mal den ihre Ehefrauen schnappen. Also nicht unbedingt Nancy, die ist nicht so hoch auf meiner Liste, sondern auf der Liste von. Ja. Jemand anderen, vielleicht ja von auf eurer Liste, wer weiß, von den Viewern. Gerne, ne? Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr so feiert von den Frauen, den Männern oder beides, ne? Also ich feiere auf jeden Fall den Sensenmann, aber halt nicht auf die Art und Weise. Aber gut, das kann man natürlich auch auf welche Art und Weise, wie auch immer, interpretieren. Tiere gefallen mir sehr gut, aber ich habe doch Tiere. Ich habe doch alles mit Tieren zu tun. Hat also, es kam ein neues Pack, aber davon weiß ich nichts. Gut, wie auch sei, gehen wir mal einfach rein in das Dings, kümmern uns um das Event und auch um den Haushalt und den bösen Racheplan, weil ja, eigentlich wollte ich Jasmin noch nicht töten. Das war nicht wirklich geplant, aber es spielt keine Rolle. Denn da haben wir ja schon den Teil der Rache gehabt mit Tina und Jasmin, nachdem die ja zuerst nicht eifersüchtig waren, aber das, ne, obwohl die ja verheiratet waren und alles gut lief, waren sie warum auch immer damals nicht eifersüchtig gewesen. Das haben wir hinbekommen, dass sie eifersüchtig wurden. Und ja, wir haben es auch geschafft, dass wir dafür sorgen, dass die auseinander, also sich nicht mehr eifersüchtig wurden, weil die Romantik zerstört worden ist. Also die Ehe haben wir auf jeden Fall ruiniert, auch wenn wir da nicht auf die Punkte gegangen sind, aber who cares? Ich meine, wir brauchen die Punkte sowieso nicht. Deswegen, ja. Oh, hey, doch. Beschämtheit muss weg. Ja, stimmt. Stimmt, das muss weg. Weil es passt halt nicht zu mir, es muss weg. Ich glaube, das ist hier noch nicht der Fall. Ich glaube, das Einzige, wo es weg ist, ist in der im Together-LP, glaube ich, aber da bin ich mir nicht sicher. Weil, ja. Auch wenn ich froh bin, dass Together LP wieder zurück im Repertoire ist, auch wenn es ja, nicht so highlighted ist, aber hey, mir ist es egal. Eigentlich, sag ich mal so, je weniger Zuschauer und Viewers, desto besser. Weil, ja. Eigentlich war es ja eh nicht wirklich geplant, dass generell Leute zuschauen. Das war nur für mich selbst geplant und aber ich bin trotzdem froh über jeden Viewer, der in Ordnung ist, ne? Der korrekt ist vielleicht sogar, ne? Viewer und Viewerin, ne? Viewer, Viewerin, ne? Ist ja egal, wenn man ordentlich ist eigentlich so und ich keine Probleme bekomme und so. Oder halt auch, erst halt niemand ist, der halt, keine Ahnung, Hasskommentar da lässt oder halt, Insult oder Troll oder whatever. So. Halt, ja. Oder halt vielleicht auch ein stiller Viewer ist. Ne? Stille Viewer sind natürlich auch gerne gesehen, weil ja, durch die kriege ich auch keine Probleme. Die Frage ist nur, wann wird endlich jeder geladen sein? Oh, sehr gut. Warum haben wir eigentlich ein Kind hier? So stimmt, ich wollte ja töten, aber ich glaube, das lassen wir mal. Das muss nicht sein. Geh mal bitte zurück zu deiner Familie.
Wobei ich glaube, das muss ich da noch extra machen. Tina pennt, wo sie hingehört, in den Müll. Weil sie es abschaum, aber eigentlich wollte ich den Container nicht beleidigen. Weil eigentlich gehört sie angezündet, also die Tina, nicht der Container. Die Nancy. Nancy, du darfst auch bitte zurück zu deiner Familie. Ja, wir können aber gerne irgendwann mal wieder miteinander flirten, ist kein Problem. Allerdings jetzt, ja, es ist nicht die 100 Baby Challenge, deswegen kannst du ruhig gehen, Tina. Tina sage ich, Nancy meine ich. Ja. So, wenn wir Tina eifersüchtig machen wollen, dann können wir das auch anders machen, hoffentlich. Genau, okay. Ach so, da kriegen wir sogar noch mehr, als wie angezeigt worden ist. Weil das hier ist ja nicht die Hygiene, das war der hier. Okay, weiß nicht, warum das nicht auch erwähnt worden ist, aber okay. 4, 5 und 6. Okay, 6 Wochen hat das Event. Gut, das wollte ich auch wissen. Ach so, was brauchen wir hier eigentlich? Hallo? Hallo? Ja, aber was muss ich jetzt machen? Hä? Oder lädt das noch? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, Kinder, ihr sollt nicht draußen rumgurken. Weil der Einzige, der draußen rumgurkt, bin ich. So. Ihr dürft mal alle. Warte mal, warum ist hier das so dunkel? Brauchen wir mehr Lampen oder ist hier irgendwas am reinscheinen? Da muss ich mal kurz nachgucken. So. Außerdem Essen am Flur ist auch. Am Boden ist auch so ein. Ach so, stimmt, das Geld müssen wir auch noch wegmachen. Yo, yo, yo. Stimmt, das müssen wir auch noch irgendwann wegmachen. Nee. Ach so, doch, hier scheint es ein bisschen rein. Okay. Aber wir sind nicht bei Victorious, deswegen machen wir den Scheiß hier weg. So. Aber war auch eine coole Serie, Victorious, ob ich als Teenie oder als Kind auf dem Weg zum Teenie. Auf jeden Fall bin ich halt. Victorious war keine schlechte Serie, fand ich. War in Ordnung. War eine coole Serie. War eine coole Serie. So. So. Auch wenn die bestimmt nicht jeder gefühlt hat, so. Aber gut, das ist ja sowieso nie der Fall. Ne? Unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Geschmäckern ist ja auch gut so. Wäre ja auch ziemlich langweilig sonst. Und naja, ich sag mal so, ich will auch nicht sein wie andere. Das war noch nie etwas, was ich mich wohlfühlen würde. Das Geld müssen wir noch loswerden. Vorher allerdings muss ich die Kinder hier reinschicken und herausfinden, warum das Event mir nicht sagt, was ich machen soll. Vielleicht brauchen wir dazu auch dieses Phone da. Ach, das wurde geklaut, ne? Glaube ich, ne? Ich glaube, das wurde geklaut, ne? Von irgend so einem Harald, ey. Scheiße. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Shit. Ey, welches Arschloch war das von denen? Also das muss ich noch herausfinden, wer das war. Ob wir denken schon, ob wir die Person schon gekillt haben oder nicht. Weil wenn wir die noch nicht gekillt haben, dann müssen wir die Person töten, weil es geht einfach nicht, weil. Allein schon von mir zu stehen und dann noch das, wenn ich nicht weiß, was das war, geht ja gar nicht. So, stellen wir es mal hier hin. Andererseits, ja, weiß ich jetzt nicht. Bisschen notgedrungen, ne? Vielleicht doch eher hier so hin? Ja, es ist eine Windel im Wege. Was soll denn die Scheiße? Also, das ist halt auch echt scheiße gelöst mit den Windeln, dass du da nichts platzieren kannst und dass die Windel dann, naja, irgendwo anders hin verschwindet und so. Ja, ich weiß jetzt auch gar nicht, wo das dabei ist, das Sensen. Schnitterfon, oder? Ist das Schnitterfon? Könnte sein. Schnitt, ja doch, könnte sein. Ja, doch, müsste. Yes, ich hab's doch noch. Okay, ich hab schon Angst gehabt, dass ich den Namen vergessen habe. Habe ich zum Glück nicht. Brauchen wir vielleicht noch einen Stuhl? Das Geld müssen wir halt doch wirklich. Ich weiß nicht mehr, wie das war mit dem. Ob es dafür einen Cheat gab? Also, wenn, dann habe ich keine Ahnung mehr, wie der geht, weil sonst. Würde ich halt den Cheat machen, weil es geht halt schneller dann, dass wir das Geld loswerden, weil ja, das gehörte ja den Tinkers, aber ich will es halt wie gesagt nicht haben. So, weil es soll eine Challenge sein und die haben wir bisher und deswegen, so, ich wollte das Geld nie haben. Ich wollte Tina haben, aber halt nicht auf die Art und Weise, sondern ich will sie tot haben und nachdem wir die Rache genossen haben, so gut es geht. So, gut. Dann möchte ich einmal bitte gucken nach Cheats ganz fix, ob wir da irgendwie das Geld schnell loswerden können. Warum habe ich so viele Tabs immer auf? Ey. Vergesst hier mal zu schließen hier. Oh, mal auf. Sims 4 Cheats. Geld verlieren. Vielleicht mit eingeben. Geld verlieren. Geld weg. Gibt's einen Cheat? Geld weg.
Moneyzahl. Okay. Ich weiß noch nicht, ob das funktioniert. Gucken wir mal. Gucken wir mal, gucken wir mal. Außerdem kann ich mal bitte meinen Kopf nicht verlieren, also mein Headset. Meine Fresse, es geht mir auch manchmal so auf den Zeiger, dieses Scheißding. Aber solange es noch funktioniert, habe ich keinen Bock, mein Alternativ-Headset zu nehmen, was nicht wirklich eins ist. Money auf Null. Geht das? Okay, cool. Ja, aber ich würde sagen, wir haben. Wobei, sollen wir das so lassen? Sollen wir das so lassen? Ja, wobei ich würde sagen, wir geben uns so 2000, weil ich aktuell ja. Weil wir haben uns ja. Ich weiß nicht, wie viel von uns war. Aber ich denke, 2000 wären so. Ja, kann man so machen. Können wir so mit leben. Ich weiß, auf null wäre besser, aber andererseits will ich mich ja nicht darauf konzentrieren. Außerdem kannst du mal auch aufhören hier mit dem Scheiß, weil wir haben Dinge zu tun, die wichtiger sind als Nancy. Sensenmann herbeirufen, ja. Los. Los, los, los. Oh, was man seit Woche Zeit? Zwei deine kleinen Händchen schmutzig zu machen. Okay, für den nächsten Schritt brauchst du ein paar, musst du ein paar Löcher graben und dabei kann ich dir nicht helfen. Ich hatte derweil einen nicht ewigen Schönheitsschlaf. Jetzt fest umgraben und mit dem Tod befreundet. Okay. Aber gut zu wissen, dass wir dafür das Forum brauchen. Aber gut, dass die Entwickler einen darüber nicht informieren. Also, es ist mal wieder EA, at its worst, erforschen. So, brauchst du noch irgendwas? Nein? Okay, gut. Kann ich die nicht gießen? Die auch nicht gießen, ne? Ja, gut. Alles ernten. Alles verkaufen. Mega Verkauf, okay. Verkaufen wir mal. Würde ich sagen. Früchte für einen Steiger. Ich weiß ja nicht, ob wir die noch brauchen. Nachher. Könnte gut sein. Außerdem möchte ich das hier wegmachen. Ne, das haben wir nicht von uns selbst geschrieben. Ah, cool, dass es auf ein Cheat gibt. Muss ich mir merken. Aber, ja. Das wird erstmal geschlossen, das Forum. Ambrosia. Ich will einen Anfreunden in Kontakt geknüpft. Ja, wie soll ich mich mit dem anfreunden, wenn er ja, beschäftigt ist? Gut, wir müssen uns auch ein bisschen um die Kinder kümmern. Das ist auch ein Problem. Andererseits, Event geht vor Kinder, würde ich sagen. Deswegen dürft ihr eigentlich mal euch selber beschäftigen. Wobei, ich muss dann eh reisen. Andererseits, lasst uns das der Reihe nach machen. Einfach der Reihe nach. So, das tun wir mal in den Kühlschrank rein. So, dann möchte ich. Ach so, wir haben keine Tablets für die. Scheiße. Hab was vergessen. Wobei, ich weiß, hier haben wir Tablets. Vielleicht sind sie wieder im Inventar von denen. Ah, shit, Joey kommt zurück und dann so. Ach so, und die Eindringlinge hier. Weil die Kinder ja draußen. Ach, das ist ja Sensenmann. Aber was für geht denn Winterschönheitsschlaf? Ist ja blöd oder so? Also echt, warum lügt er uns an? So. Tab. Inklusives 3 Käse hoch, genau. Wusste nur nicht, ob es wirklich Tablet dabei ist. So, dann tun wir das. Es gab auch Zeiten, da konnte ich die Musik nicht so ab. Weil die ziemlich schläfrige Wirkung haben kann. So, machen wir so. Und ja, dann würde ich sagen. Gucken wir mal. Das Problem ist, wenn wir Geld machen müssen. Ich weiß nicht, was wir verkaufen haben. Ah, die Fische, die wir angeln werden. Aber erstmal mit Sensenmann anfreunden, wenn der Elchhund da ist. Oh, wir sind fast befreundet. Geil. Neue Erfindung beschreiben. Wohnungsschlüssel geben wir auf jeden Fall. Wobei andererseits Joey wird das nicht so fühlen, wenn da ein Sensenmann vorbeikommt, weil Joey mag keine Eindringlinge. Kann ich auch verstehen. Also mein Hund und ich ein Herz und eine Seele. So wie das sich natürlich auch gehört. So. Haben Herz für Tiere. So. Als Erfindung beschreiben, ja. So. Achso, euch wollte ich dann auch an Tablet schicken. Oh, meiner wird angerufen. Okay, was geht ab? Grace, hey. Hillary, echt süß. War mal Hill. Achso, wir haben ja einen Mann gekillt, stimmt, aber. Wusste gar nicht, dass Hillary auf beide steht. Aber to mehr, more you know. So, du darfst Sims Sharp spielen und du darfst auch Sims Sharp spielen. Papa hat keine Zeit für euch. So. Der muss sich mit dem Sensenmann anfreunden. Und. Hallo Clara. Wobei, wir sind nicht in der 100 Baby Challenge, sonst würde ich mit Clara reden. Auf eine andere Art und Weise.
Aber andererseits könnte man die auch ausrauben. Also sollte ich vielleicht mit. Was sucht irgend so ein Heini hier? Junge, könnt ihr euch mal verpissen? Vor allem, was bringt dann dieser Bonus, den ich da hab? Also der stimmt ja anscheinend gar nicht mehr. Kann ich eigentlich wegmachen, ey. Mit dem, dass hier wenig Besucher vorbeikommen und so. Kann ich eigentlich austauschen. Er bringt ja eh nichts. So. Können wir uns eher was anderes holen hier. Weiter, Belohnung freigeschaltet. Eventpunkte und Belohnung und so fort. Mindestmal was zum Ende. Erstmal ordentlich weitermachen hier. Tag war schöner, muss ich noch? Oder reicht das schon? Sind wir? Okay. Ableger einer Pflanze nehmen. Okay. Level 5 der Gartenfähigkeit. Lilio da Löwenmäulchen, okay. Ach, das ist noch da. Okay. Ich dachte, das wäre alles dann weg. Ableger. Können wir das schon? Nee, ne? Oder? Ich glaube nicht, ne? Sind noch nicht so weit, ne? Nee, nur auf 2? Warum? Haben wir hier schon einiges gepflanzt und so? Ich dachte, wir wären ein bisschen höher. Aber okay, dann bitte erforschen. Erforschen. Und erforschen. Und dann kümmerst du dich auch bitte um die anderen, weil ich glaube, das gibt auch ein bisschen was. Dann erforschen. Alles ernten auch. Alles verkaufen, ja, mach das mal. So. Dann ernten, forschen. So, machen wir hier. Also, okay, gut. Hör mal auf mit dem zu reden jetzt. Der eine interessiert nicht mehr. Und Tina auch nicht, deswegen. Ja. Hier senden man oder so. Du kannst wieder gehen, ne? Also. Wobei Tina kann die mal aufräumen, macht die sich wenigstens ein bisschen nützlich und so. Ja. Wenn ich eh nicht weiß, was ich mir die anstelle. Zimperlich, nice. Also wenn sie wirklich zimperlich ist. Wieso ist sie eigentlich traurig, weil er gestorben ist? Sie hat kein Herz und keine Seele. Also. Zimperlich, also wird schlecht bei Schleimingen. Ding, was ich kriege, ist wirklich Dings. Entscheidend mit Träumen Baku küssen. Warum gebe ich eigentlich Punkte? Ach, egal. Machen wir einfach mal. Macht der Gewohnheit. So. Was hat meiner da eigentlich für. Popmusik hören, New Age hören, okay. So. New Age Outlaw. Einige Dinge passiert, die gewährt werden, auf Soziallosenpost werden. Interessiert keinen. Level 3, das hat Spaß bei der Gartenarbeit und kann jetzt Pflanzen düngen. Wow, ist das ein Bonus, dass er jetzt düngen kann und dass er Spaß bei der Gartenarbeit hat. Vor allem das mit dem Spaß. Junge Sensenmann, verpiss dich jetzt. Geh nach Hause. Wenn ich dich brauche, rufe ich dich an. So, geh nach Hause hier, Junge. Halt mich doch nicht von der Gartenarbeit ab. Ob ich das mal sagen würde, ich auch nicht gedacht. So, Tina, du darfst mal den Boden putzen. Machst dich ein bisschen nützlich und so. Ja. Genau. Wusste doch, das feierst du. So. Nein, meiner ist beschäftigt, er hat Wichtigeres zu tun, als hier den Boden zu putzen. So. Also, naja, wird es eh durch Magie regeln, also, jo. So. Da ist noch putzen, so. Also, normalerweise würde ich das nicht unbedingt von einer schwangeren Frau verlangen, aber es ist Tina halt und also sie trägt ja auch nicht unser Kind aus. Aber trotzdem ist das natürlich auch Teil des Plans. Ich muss das hier noch spülen. Dann, klar, weiter den Boden sauber machen. Wenn er dann noch nicht fertig ist. So. Hat Tina Aufgaben in ihrem Leben. So, auf Wiedersehen. Nein, müssen wir jetzt nicht. Und auch nicht mit dem reden. Du solltest mit den Pflanzen. Und die erforschen. Genau, tschüss, Sensenmann. Verzieh dich. Er mag keine Gartenarbeit. Shit, das ist ein bisschen Kacke. Nein. Nein. Warum bin ich jetzt traurig wegen dem Scheiß? Muss ich das Sensenmann. Das ist irgendwie. Nö, das sehe ich nicht ein. Vor allem haben wir ihn hergerufen. Oder das ist noch, weil irgendwer gestorben ist, aber trotzdem. Meiner hat das nicht zu haben. Ganz einfach. Meiner hat so eine Scheiße nicht zu haben. Der ist ein Einzelgänger und der ist böse. Der hat so eine Scheiße nicht zu haben, deswegen cheat ich da. Weil das macht keinen Sinn. Das ist mal wieder die Dummheit von EA. Und das sehe ich absolut nicht ein. So. Nee. Na gut, kümmern wir uns um den Scheiß-Stimmungslöser. So, einmal zack, wollen wir hier auch weiter mit erforschen. Nein, hör auf damit. Nein, nicht entwurzeln. Ist es krank oder so, ihr Scheiß-Drecksentwickler? Wird nur erforscht, alles verkauft.
Also nicht, warum das jetzt einmal weggemacht worden ist, aber auch egal. So. Ja. Erforschen. Ja. Ah, okay. Gut, nochmal Hände hier. Los. Los, los, los. Achso, Tina muss das Glas auch noch probieren. Ja. So. Ja, ich weiß, im Badezimmer, da wird es eh noch ein bisschen dreckig sein, aber trotzdem. Aber wieso hat der den Boden draußen noch nicht geputzt da? Soll noch geputzt werden. Ist auch eine verbrannte Erde. Also sie ist echt schlecht, ey. Bei allem, was sie tut. Newsletter abwarten. Ach man, warum ist jetzt hier irgend so ein Heini? Aber wobei, der hilft beim Haushalt. Immerhin. So. Er kann die dann auch ins Jenseits entlassen, den Marcel. Weiß gar nicht mehr, warum wir ihn getötet haben. Am Ende. Oder wollte ich ihn wiederbeleben? Ich glaube, weiß nicht mehr genau. Kann sein. Ja, warum nicht? Kann man eigentlich machen. So, alles verkaufen haben wir schon. Dann wollen wir hier auch noch erforschen. Hier auch noch. Dann bei Begoni. Und Ludus. So, komm, mach weiter. Zieh durch. So, Tina. Darf da ein bisschen mit Marcel flirten noch? War mal mit meiner Romantenbalken bei Marcel. Oder mit mir geflirtet und ich habe ihn deswegen gekillt? Kann so sein. Und ich das Geschenk geben? Grabstein vom Barco, ja. Schenk das mal. Hat er dann das Problem. Theoretisch. Denkfähigkeit von Patrick. Nice, nice, nice. Habe ich den nicht. Er ist geschlafen und so? Nein, nicht mit dem fremden Brabbel. Okay, der redet mit meinen Kindern. Das heißt, ich muss ihn wiederbeleben und töten, oder? Was mit meinen Kindern zu reden hier. Aber andererseits habe ich Bock, dass Tina mit ihm ein Kind bekommt. Also, weiß nicht wieso, aber es ist so. Deswegen machen wir das einfach dann so. Dass meiner da seine Dings im Spiel hat. Mitbewohner bitten, neue Mitbewohner zu werden. Muss ja eh ein Geist, sollte ja eh kein Problem sein. Und dann machen wir hier. Ja, ich habe Romantikbalken bei ihm, was für eine Scheiße. Weiß ich, ob ich mich verklickt habe oder was da los ist, ist aber auch egal. Mach dann mal auf Tina-Betörung und dann machst du noch Körperfizierung. Ganz fix. So, Newsletter der Ambrosia-Gesellschaft abwarten. Ja, dann müssen wir auch noch ein bisschen hier. Dies und das. Zack, zack, zack. So. Nice. Oh, macht er jetzt schon. Cool. So. Ah, Marcel ist wieder ein Mensch. Gut. Dann machen wir auch mal die Tür zu. Für jeden außer Sascha. So. Zack. Geht auch keiner mehr raus. Kommunikationsfähigkeit, okay. Von mir aus. Ah, putzt hier, sehr gut. Also ist eigentlich nicht, warum du da bist. Und Tina. Ja. Mann war auch mal kurz weg, weil sie ist Abschaum, was heißt, sie hat nicht zu trauern. So, ich meine, sie legt sich mit Tieren an, also solche Menschen haben kein Gewissen. So, den kaufe ich das nicht ab, dass sie trauern. Den kaufe ich das gar nicht ab. Den kaufe ich nichts ab. Sie machen was weg. Ich kaufe sie halt nicht ab. So, wenn ich sie nicht abkaufe, kaufe ich sie nicht ab. So. Aber ihr könnt wohl auch echt an die Punkte rangehen, so. Weil, warum nicht? So, wir töten sie sowieso. Können wir noch die sie da hat, die Punkte loswerden. So, 62 Bücher. Ah, weiß ich jetzt nicht. Mal gucken. Die vielleicht verkaufen. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Erstmal Stimmungslöser. So. Ihr dürft weiter pushen. So. Wütend. Sehr wütend wegen der Aktivität. Scheiße. Miese Zeit. Tja, jetzt bräuchte ich das mit der Gartenarbeit, aber naja. Scheiß drauf. Also manchmal das tun, worauf man keinen Bock hat. Tja, deswegen. Ja. Selbst ich muss. Nein, Spaß. Mache ich im Real Life nicht unbedingt, aber. Ja. Habe auch schon mal mich um Pflanzen gekümmert. Deswegen. So, Denkfähigkeit erworben. Nice. Wie weit bist du hier eigentlich? Oder wir holen uns jemanden ran, der Gartenfähigkeit hat. Ja. Leider weiß ich das nicht, wer das gut hat. Ich weiß gerade echt nicht, wer hier Gärten hat von den Chars. Also wer es weiß, gerne in die Kommentare schreiben. Ja. Vielleicht macht das sogar mehr Sinn. Würde ich sagen, lassen wir es auch kurz mit dem Level ab. Du hast ja Tina ein Geschenk mit deiner Botschaft überreicht. Nice.
Postschwellenbeschleunigung, was? Geil! Wusste nicht, dass das jetzt möglich ist, aber geil. Sensenmann und seine Kräfte. Ist eine gute Sache. Erst ein Kuss erleben in Marseille. Go, go, go. Wenn ich schon 1000 erste Küsse hatte, dann. Trotzdem dürft ihr beiden euch auch küssen, ja. Ah, shit, jetzt habe ich nicht drauf. Egal. Ne, 4 Gabenfähigkeit habe ich. Kann jetzt mit Pflanzen sprechen, dann Sozialbedürfnisse zu befriedigen, was ich eh nicht habe. Und Pflanzen nahe gelegenen Bereich ernten. Nice. Nice, nice, nice. Was ist das hier? Muss man ein bisschen aufpassen, dass er nicht noch eine Stufe wütend wird, weil dann kann es sein, dass mein Chat drauf geht. So, Kinder, wie geht's euch? Schlafenszeit, Hunger und Schlafen. Ja, super. Gut, dann zauber mal Essen her erstmal. Dass sie was essen und dann können sie schlafen gehen. Patrick kann mit Schafe lenken vom. Studieren ist weniger trotzig. Nice. Nice, nice, nice. So. Nice. Das ist die Betörung, die wir eigentlich gar nicht mehr brauchen, aber ist egal. So, und dann kannst du mit ihm auch hier reingehen. Ah, ne, kannst du nicht. Ach doch, kannst du. Gehen wie ein Pirat Bett entern. Das ist zwar kein Bett und früher hieß das besser, aber naja. Egal, geh da mal rein. Was? Nein, ihr sollt da reingehen. Also. So, zack. Und du kannst dann auch mal. So. Los, los, los. Was jetzt passiert hier? Was? Der kann durch Wände gehen? Also ein Schlüssel, ne? Nö. Rücksetzen. Also ich weiß nicht, wieso der abhauen kann, aber nö, das fühle ich nicht. Wobei, ich habe eine Idee. Ja, weißt du was, du kommst hier in die Familie rein. Dann haben wir es gelöst. So. Zur Familie hinzufügen, weil nö, der haut jetzt nirgendwo ab. So. Der darf jetzt rein hier. So. Dann schmeißen wir ihn raus, wenn Tina das eine Kind da hat. So. Geh rein. Echt, der muss ich für den noch die Tür aufmachen, ey, was für ein Arsch. So, und kriegt auch noch von den Hamburgern. Von den Burgern auf dem Boden. Ich muss sagen, ich mag Burger, aber größtenteils nur vom Mc's oder vom Burger King. Also Burger King esse ich halt auch nur Cheeseburger, aber die sind da in Ordnung. Aber auch wenn ich auch letztens irgendwie Bock hatte auf einen Whopper, aber ja, hab's dann irgendwie wieder vergessen, dass ich Bock auf einen Whopper hatte. So, du darfst ihn nehmen. Dann dürfen sich die Kinder nehmen. Nein, das machen wir mal ausnahmsweise weg, weil ich mich verklickt habe. Nein, Spaß. Machen wir ausnahmsweise mal weg, weil meiner sich da jetzt nicht drum kümmern kann. Ich schnappt euch alle einen Burger. Und gut ist, dann dürft ihr alle schlafen. So, habt gut gepumpt. Die Denkfähigkeit. So, ist das hier? Also, okay. Achso, da ist er schon. Typ. Cool. Dann, Junge, ich stehe hier nicht im Weg. Geh da jetzt hin. Geh an meinen Briefkasten, Junge. Also ich glaube, du willst sterben, ne? Postbote. Jetzt gib mir den Scheiß oder stirb, Junge. Los. Mach hinne. Marcus. Junge, du sollst nicht mit mir reden. Du sollst einen Job machen, du Arschloch. Meine Fresse, ey. Ja, mal gucken, ob wir den noch töten, weil, nö. Couch beim ersten Mal, super. Kennen wir aus einer Baby-Challenge, deswegen stelle ich das nicht, lese ich das hier nicht vor, sondern blende es nur ein. Weil ich das schon so oft vorgelesen habe, dass ich keinen Bock drauf habe. Aber hier ist für alle, die es interessiert. Die es noch nicht kennen, so wie ich. So, Ableger einer Pflanze lesen. Newsletter lesen. Gut, Newsletter lesen wir eben. Habe ich irgendeinen Trank, der dafür sorgt, dass ich nicht mehr wütend bin? Eigentlich gerade gar nicht. Ohne Freunde, reger Verstand, Exzellenz. Nee. Gut. Ja. Wobei die Rosen könnte ich auch pflanzen, vielleicht. Ja. Mal einen schönen Löffel. Was ist denn der Newsletter? Ich dachte, ich hätte den rausgeholt. Was machst du da? Was ist das Pflanze? Ja, mach das mal. So, alles vom Briefkasten geholt. Da sehe ich aber nichts von. Was ist denn der Newsletter? Ah, hier so. Okay. Newsletter lesen. Machst du. Nein, ich soll zwar nicht die Müllpflanzen da bessern.
Strebziel erfüllen. Level 4 oder höher ein Ziel zu bereiten. Ableger einer Pflanze nehmen. Strebenziel. Ja gut, dann holen wir uns einen Kessel. Wollte ich ja sowieso machen fürs Bestreben. Wählerisch beim Essen ist super. Ich hasse diese Kinder. Kann ich die töten? Wobei ich weiß nicht. Außerdem brauchen wir auch keine Wiege da hinten. Die könnte auch mal weg. So. Oh, hier fliegt ein Vögelviecher rum. Krass. So. Die Müllpflanzen können eigentlich verkauft werden. Die brauchen wir nicht. So. Ah, ich krieg Geld und trotzdem noch das Dings wieder? Echt jetzt? Was ist das denn für ein Cheat? LOL. Das ist ja voll der Ultra-Mega-Cheat hier. LOL. Level 2 Gastronomie-Fähigkeit. Haben wir was? Ah, Karriere, genau. Wandplakette-Ersatzutensilien, was? Wo haben wir das denn? Aber gut, dann hängen wir das mal hier hin. Ich weiß nicht, wo wir das her haben und wieso, aber okay. Ist neu. Weil das kenne ich so nicht, das Ding hier. Und ich kenne eigentlich alles, was mit Sims zu tun hat. Keine Ahnung, wo das her ist. Vielleicht Eventbelohnung. Newsletter Ambrosia-Gesellschaft. Lernt diese Woche noch mehr über die Gartenarbeit. Sollt außerdem Zufriedenheitspunkte sammeln, denn ihr braucht sie später noch, okay? Erstellung von Ambrosia geht es auch um kreative Pflanzenmanipulation. Schnappt euch einen Ableger einer Lilie und ein Löwenmäulchen. Im Magnolienpark in Willow Creek findet ihr wachsende Lilien und Löwenmäulchen. Okay. Okay. Gut. Gut. Dann gehen wir da mal hin. Erstmal Ableger einer Pflanze. Machen wir später, machen wir Level 4 oder höher nicht zu bereiten. Das sollte ja kein Ding sein. Habt ihr euch alle eigentlich Essen geschnappt, ihr Mistviecher? Habt ihr. Gut. Wobei, Tina ist auch ein Mistviecher, also. Tu mal essen. Ein Spaß. Muss ja gerade nicht, deswegen kann das dann in den Kühlschrank rein. Außerdem möchte ich einmal ein Gericht zubereiten. So, weil Kochen ist ja sowieso hoch genug, ne? Ja, genau, auf Level 6 fast schon. Warte mal, was das eine für eine Fähigkeit hat. Medium. Aha, das ist eine neue Fähigkeit. Geil. Verbessert deine spirituelle Kraft. Sims, die sich auf diese Reise begeben kann, möglicherweise dann geschehen herbeirufen oder eigene Songs mit anderen Sims abhalten. Okay. Krass. Haben wir auch durchs Event geschafft. Und krass, dass man auf einmal hier die Abdrücke sieht. Wir haben ja erst gewundert, ist das ein Teller, der da drin ist? Oder ist irgendwo ein Teller, aber nö, sind Abdrücke. Cool. Ist so eine Kleinigkeit. Ich weiß nicht, ob man das sieht hier, den Abdruck hier von dem Teller, aber ich sehe, das finde ich cool. Auch dass er, also dass die Küche ranzig ist, das ist schon länger so, aber das mit dem Teller und so, geil. Ich Maus zubereiten, einfach kriegen wir noch Punkte für eine Rede mit Piratag, die wir dringend, ja auch dringend fürs Event anscheinend benötigen. Und naja, ich Maus, dann haben wir erstmal auch genug Essen. So, Ableger einer Pflanze müssen wir dann noch nehmen. Und ja, dann mal gucken, dass wir noch mehr machen. Ja, Reiskuchen einfach. Scheiß drauf, machen wir einfach Reiskuchen. Ich mach's zubereiten, los. Los. Los, tja. Ja, okay, alle haben gegessen. Das heißt, es ist Schlafenszeit, die Mistviecher. So. Ohnmächtig werden? Ja, genau. Geil. Ja, dann halt nach der Ohnmacht einfach schlafen gehen. Sich in Koje hauen. Sich in Koje hauen. Eigentlich auch wenn Papa euch eigentlich was vorlesen müsste, wäre noch nicht so hoch sein mit der Denkfähigkeit, dass ihr durchschlaft nachts. Weil es auch eigentlich sein muss, aber wir müssen uns auch um das Event kümmern. Das will ich halt mitnehmen. Deswegen, ja. Ja, ist mir egal. Es wird hier um gekümmert. Jetzt halt die Schnauze spielen. So, weil jetzt kümmert sich weder der Marcel, der hat sich um seine eigenen Kinder zu kümmern. Also theoretisch jetzt nicht mehr, aber. An sich, dass sich um seine Kinder kümmern. Oder ich kümmere mich auch um Savannah, wenn sie erwachsen ist. Was ich glaube, aber Hilly ist ein Schnuckelchen und bin verliebt. Warum rufst du mich an? Grace. Das will ich nicht wissen. Ist mir egal. So. Und mein Kind schläft in dem, ja, dreckigen Badezimmer. Wir hatten schon Schlimmeres erlebt, tatsächlich. Aber ein paar schlafen noch richtig. Level 6 der Kochfähigkeit erreicht. Solches Rezept für blaues Konfetti, für den blauen Konfettikuchen und Chili gelernt.
Außerdem beherrscht er neue coole Tricks. Dass er eh keine Grammatik kann, ist auch kein Wunder. So, muss erstmal das da hinpacken. Und genau, Kim, du willst schlafen, genau. Meiner ist horny AF. Krass. Warum? Wenn wir haben woanders. Achso. Schrecksuchergrund, Schicksal. Herausforderung. Was? Nein, das musst du nicht machen im Müll spielen. Ich schmeiß dich gleich in den Müll und spiel mit dir. Nee, Alter. Kessel kaufen wollen wir machen, stimmt ja. Belohnung, ja, schön, interessiert mich gar nicht. Scheiß, Schrecksuche. Schrecksuche. Okay. Wobei ich kann ein paar von den Dings da wegmachen, vielleicht. Ein paar von den Dings. Schrecksuche und dann Kessel besitzen. So, Schrecksuche. Schreck. So. Achso, nee, das ist ja ein. Grundstücksmerkmal, ich weiß nicht, warum ich gerade den Aussetzer hatte, aber ja. Private Behausung, ja, bringt nicht viel, wie wir gesehen haben, man hat trotzdem viel zu viele Besucher in letzter Zeit, warum auch immer EA so dämlich ist, aber es ist also Schrecksucher. Ja, es gibt hier keinen Schrecksucher. Hä? Ach so, Merkmale und Herausforderungen, ist kein Merkmal, ach so, okay. Ja, machen wir hier mal, ja. Vielleicht einfach, was könnte man machen? Gute Schulen, oh, schnelles Internet. Denke, schnelles Internet passt ganz gut. So, außerdem möchte ich dann zur Herausforderung Schrecksucher. Ah, okay. Schrecksucher, wilde Füchse, wilde. Aha. Aha, das war auch neu. Okay. Man sagt mir nicht wirklich. Rustikales Leben auch? Aha. Ah, okay. Das ist cool. Rustige Krabbeltier sagt mir auch nichts. Akobol, der Ekel erregend im Erdbebengebiet, abseits des Netzes gibt es halt schon länger, reduzieren. Wo ist denn das jetzt mit Schrecksucher? Das ist Schrecksucher, okay. Mülldeponie. Cool. Ja, unheimlich. Glaube ich, haben wir auch noch nicht gehabt. Schrecksuche. Hier liegt erst in Luft, dass sich von mit schaudriger Begeisterung erfüllt und zum Anzieht, die geisterhaft gute Zeit haben wollen. Oder auch, dass das eigen ist, das gibt es halt auch nicht. Eigentlich waren das halt so wie ekelerregend und so, es war bei Merkmalen dabei, deswegen bin ich so verwirrt gewesen. Aber gut, anscheinend hat sich hier einiges getan. Und der Sim-Meister war länger weg als gedacht. Naja, ist ja auch egal, es gibt auch noch andere Games hier natürlich. Wichtig sind. Achso, Schrecksuche haben wir uns nicht angeguckt, ne? Muss ich auch noch gucken. Haben wir uns das angeguckt? Ich weiß gerade nicht. Egal, kümmern wir uns jetzt drum. Und ja, dann mal schauen, was noch so in der Challenge hier auf uns zukommen wird in Zukunft. So, schauen wir uns kurz das Schrecksuche an. Und das hier, die Herausforderung. Schrecksuche. Ja, ich möchte mir das bitte kurz angucken. Genau. Schrecksucher. Hier liegt was in der Luft, das sich mit Chowder voller Begeisterung erfüllt und Sims anzieht, die eine geisterhaft gute Zeit haben wollen. Aha. Verstehe ich nicht ganz, aber okay. Ist ja auch egal. Muss ich auch nicht verstehen. So. Wir werden es ja eh erfahren, wahrscheinlich. So. Beschrieben Ziel. Achso, ich wollte den Kessel holen. Stimmt. Mein Fehler. My bad. My bad. So. Vielleicht können wir wirklich hier ein bisschen was von den Dingsen hier loswerden hier. Von den Dingern hier. So, 40, 40. Ja, bisschen was nehmen wir da ein. Gucken wir mal, wie viel so ein Kessel kostet. Kessel. Ah, okay, 800. Können wir uns hier einen billigen Scheiß holen. Aber gut, der wird es auch tun, weil ich weiß nicht, ob wir wirklich oft den Kessel benutzen werden. Oder eher nicht. Toll, dass hier noch Asche rumliegt, die ich nicht einfach wegmachen kann. Das ist auch ja, nervig. Aber ist okay. Verstehe schon, warum das so ist. Die Wiegen, ja, die brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht wirklich. Wissen ja nicht, ob die Tina zwei Kinder bekommt oder nur eins. Ja, vielleicht doch nehmen die Pflanzen, weil das doch anscheinend so geht. Ah gut, sonst würde das Spiel auch Bescheid sagen. Ne? Macht es ja sonst auch immer, wenn kein Platz da ist. Ne? So. Sieht zwar grottenhaft scheiße aus, wie unbequem aus wie immer, aber passt ja auch irgendwie. So, Tina, du darfst weiter putzen. Während warm ist das Kind wach. Willst du mich verarschen?
Du sollst schlafen gehen, du dummes Drecksvieh. Meine Güte. Tina, du darfst mal eben. Wobei, eigentlich darfst du mit Marcel schon mal Techtelmechtel. Das wäre auch wichtig. Man kann sie immer noch aufräumen. So, darfst dich auch hier Bett entern mit Marcel. Wobei, vielleicht so ist mein Char das nicht mitbekommt. Ach, egal. So. Kriegen wir hin. So, Ableger einer Pflanze nehmen haben wir noch. Ein Tod befreundet. Sandpaket Früchte mit einfärben. Oder Fische. Dann war es das schon? Okay. Sandpaket. Stellen. Geh erstmal hier raus. Hier importen. Los. Warte dich weg. Meine Fresse. Gut. Sandpaket Früchte für Anfänger. So, ich hoffe, er wird nicht eifersüchtig. Ableger mit Pflanze nehmen müssen wir noch machen. Alles verkaufen. Ich habe auch keinen Bock nach Willow Creek oder so unnötig zu reisen. Also klar, wir müssen eh fähig. Trotzdem. Okay, es scheint durchzugehen mit Tina und Marcel, ohne dass meiner eifersüchtig ist. Das ist super. So. Nehmen wir ein bisschen Geld an, das ist super. Ganze. Warum rennst du rein? Achso, jetzt auch was zum Verkaufen. Okay. Cool. Und dann möchte ich, dass du alles hier erforscht. Nein, du sollst nicht im Müll spielen, Junge. Hör auf damit. Hab ich nicht erlaubt, Spiel. Nein. Der hat auf damit. Meine Fresse, mal dieses Scheiße mit hier, ey. Pflanze reden, glaube ich, hilft auch, aber wir machen es mal ohne. So, und erstmal hier forschen. Wobei, wir müssen sowieso noch Früchtepaket holen, ne? Stimmt, stimmt. Ey, muss der jetzt echt schon wieder das Schnitterfon holen? Und natürlich hat er leichter Schlaf. Ja, natürlich hat er leichten Schlaf, ey. Meine Fresse, ey. Und natürlich muss man auch das Schnitterfon jedes Mal klauen. Meine Fresse, ich sperre den im Badezimmer ein, das reicht. Muss jedes Mal der Schnitterfon geklaut werden, oder? Das fuckt so ab, ey. Dieser Aktionsplan ist der allerletzte Scheiß. Außer halt, man steht auf krasse Challenges, dann nicht. Ansonsten ist das echter Müll, ey. Na gut, jetzt brauche ich auch noch einen PC. Ja, wobei, ich glaube, wir hatten sogar ein bisschen mehr verdient, als ich uns gegeben hatte. Hallo, darf ich was machen ins Spiel? Nur anscheinend nicht. Weil, warum auch? Egal, ich glaube, wir geben uns einfach ausnahmsweise 1000 mit dem Money Cheat, weil wir hatten bestimmt eh mehr als diese 2000 erarbeitet. Aber ich wollte halt einfach diese Challenge haben. Aber gut, gerade will ich halt auch einfach das Event schnell abhaken. Deswegen machen wir ausnahmsweise diese 1000. Aber wir werden den PC eh loswerden, deswegen, ja. Geht das, denke ich mal, in Ordnung. So, wenn nicht, dann ja, ist es halt so. So, ich schmeiß den Chastella doch da weg. Meine Fresse, steht der ganze Scheiß da im Weg, ey. Sehen, eine Ablage müssen dann natürlich hinstellen, die Viecher. Ich heiße Mistviecher, ey. Ich hasse sie alle. So. Egal. Den Billo-PC natürlich. Und ja, so. Und der Farbe. Jo, machen wir so. Perfekt. Und dann können wir. Ja. Natürlich, weil damit man den Spieler noch mehr auf den Sack geht mit den scheiß Marotten, ey. Marotten gehen einen einfach größtenteils einfach nur am Sack. Das ist einfach nur, um den Spieler Mittelfinger noch zu zeigen, weil das ist ja noch nicht so häufig der Fall. Ja, dann mach halt Nickerchen. Ich weiß, Albtraum hast, weil normalerweise werde ich ihn dann trösten und so, aber dann haben wir nicht die Zeit für und keinen Bock. Deswegen, nö. So, Früchte für Einsteiger noch holen. Ja, Stellung. So, Früchte für. So, Samen kaufen. Früchte für Einsteiger holen wir. So, gut. Nein! Der Nächste, der einen Albtraum hat, ey. Dann halt Nickerchen machen, ist mir auch egal jetzt gerade. Apfelbaum, Kirschbaum, okay. So, aber krass, dass bei den Newsblättern Punkten schon durch sind. Tina, du darfst nochmal mit Marcel rein. So, das nochmal mit Marcel wird entern. So, mit Marcel. Mit Marcel. So. So. Dann einmal. Darfst du hier die Pflanzen
Kirschbaum, Apfelbaum brauchen wir anscheinend fürs Event. Weiß man nicht, was das mit Ambrosia alles zu tun haben soll, aber gut, ich habe Ambrosia nicht hergestellt, also wer weiß. So. Du sollst ein Nickerchen machen, du dumme Sau. Echt, was für ein Vollidiot. Der kann eigentlich nicht mein Sohn sein. Andererseits hat die Genetik von Tina, also. Ja, kann schon sein. So. Dann möchte ich, dass du einmal hier bitte den Apfelbaum platzierst. Kirche und Apfelbaum. So, Kirche und Apfel. So. Ich weiß nicht, ob Erdbeeren auch gefragt sind, aber andererseits, wir haben eh noch nicht Level 5 der Dings hier, deswegen darf es auch Erdbeeren pflanzen und so. Und Erdbeeren schmecken gut. Muss wie Kirschen. Kannst du mal machen. Da, was ich auch gerne esse, sind so Brombeeren, Stachelbeeren. Das ist auch cool. So. Und Kirschen natürlich auch, falls ich noch nicht erwähnt habe. Zitronen auch. Das ist auch cool. Kirschbaum haben wir gepflanzt. Pflanzen düngen müssen wir machen. Okay, Rede wie ein Pirat habe ich noch nicht. Okay. Pflanzen düngen. Und Fische fangen nur noch. Okay. Cool. Nice. Läuft. Dann düngen wir doch mal, würde ich sagen, oder? Können wir düngen? Können wir, okay. Dann mit einer. Mit dem Müllhaufen. Ja, machen wir. Müllhaufen, weil die Pflanze eh egal ist hier. Und ich weiß nicht, was du von mir willst. Ja, ich hab was mit deiner Frau. Geh mir nicht am Zeiger hier. Was suchst du auf meinem Grundstück? Willst du sterben oder was ist los? Was willst du von mir immer, Naoki? Willst du sterben? Ja? Was willst du von mir? Ja, ich hab was mit deiner Frau. Was jetzt, hä? Okay, will nicht sterben. Gut. Nein, alter Sack. Nein. Ich weiß nicht, was das für ein alter Sack ist, wo wir den kennen, aber nö. Rede wie ein Pirat, drei Fische fangen und Ableger einer Pflanze nehmen. Wie weit sind wir da diesbezüglich? Deckernfähigkeit. 50% fehlen noch. Scheiße. Alles gießen wir, mach mal. Los. Los. Hallo, alles gießen. Oder war es alles hier? Weiterentwickeln, was? Okay. Macht das? Erforschen? Mit Pflanze sprechen? Ah, David von Sascha hat sich ausgezeichnet, denn die Qualität seiner Pflanzen-Löwenmäulchen ist auf eine hübsche Qualität gestiegen. Okay. Gut. Ja, verpisst euch mal. Hallo. Marcel, geh mal raus hier jetzt. Tina darf bleiben von mir aus. So, Lukas benutzen. Dann darfst du auch mal mit Tina machen, weil na, ist wichtig, dass wir voll sind. Was wollen eigentlich die Itos von mir? Ja, ich hatte was mit eurer Mom, eurer. Also bei ihm die Mom halt. Was wollt ihr eigentlich von mir? So, ich hatte was mit deiner Mom. Ich hatte was mit der Partnerin von deinem Vater, der eben da war. Jetzt geht mir nicht auf den Zeiger, ey. Ist ehrlich, ey. Nur weil ich was mit Megumi hatte vor langer, langer Zeit. Das ist ja schon ewig her. Nancy möchte vorbeikommen. Nee. Nancy darf jetzt nicht vorbeikommen. Vor allem hat sie auch keine Zeit, ans Telefon zu gehen. Tina hat hier ein Tattoo. Also das ist auch neu. Oder ich hatte schon länger nichts mit Tina als gedacht, aber ich glaube, das ist neu, was sie uns hat. Nein, Alter. Darfst hier nicht vorbeikommen und deine Mom suchen. Such doch mal zu Hause. Oder vielleicht hat deine Mom auch einen neuen Lover. Wer weiß. Also ich habe auf jeden Fall deiner Mom länger Zeit nicht mehr was gehabt mit. So, Tina, du darfst auch essen, aber erstmal darfst du nochmal mit Marcel hier reingehen. Hallo Nachbarn, rechts. Ach so, der will die Sachen hier auch reparieren, aber kannst du vergessen, du kommst hier nicht rein. Weil, ja, du musst hier nicht rein. Ja, okay, sonst krieg ich die nachher nicht mehr raus, ey. Ah ne, der klaut dann wieder was, stimmt ja, deswegen, ja. So, Marcel darfst du nochmal Bonusrunde haben mit. Dann darfst du Reste nehmen. Meiner schnappt sich auch was zu essen. Hast du den Pirattag abgeschlossen, Tja? Nein, nicht wirklich, okay. Muss das auch nochmal machen, gleich mit Tina. Wenn Marcel dann, keine Ahnung, achso, der muss auch schlafen. Wir haben nichts für ihn zum Schlafen außer im Müllcontainer. Gehst du halt, ja, Nickerchen im Müllcontainer dauerhaft machen. Du bist wach, das gefällt mir nicht.
Wenn du müde bist, darfst schlafen gehen. Hoffentlich klappt das diesmal ohne Albtraum. Ansonsten muss ich euch wohl irgendwann einfach eine gute Nachtgeschichte vorlesen. Schon wieder Hunger. Was für eine Scheiße. Der hat das gefressen, das Spiel. Meine Güte, ey. Diese asozialen Entwickler immer. Ich hasse die, ey. Weil die asoziale Dreckschweine sind. Sieht man ja einfach. So, erforschen, erforschen. Kann ich hier noch mehr Pflanzen weiterentwickeln? Wüsste ich gerne. Weil wenn ja, machen wir das. So. So. Hast nichts gegessen? Bist du blöd oder so, tja? Oder ist es, weil Tina mal wieder am Weg steht? Och nee, ich hab keinen Bock zu reden, Melee, nein. Was? Ich komme da nicht hin? Was für? Weil Melee im Weg steht oder was? Was für? Ich hab Bedürfnis und so ein Scheiß. Nee. Ich kümmere mich ums Event. Fertig ist. Mach ich halt ausnahmsweise, weil es halt Event ist und so und ich nichts riskieren will, weil ich traue EA nicht über den Weg. Ich schnapp dir mal die Reste jetzt und wehe. Das Scheißvieh wird aber Dings. Nein, in die Kuh hauen jetzt. Mir egal, wie viele Albträume du noch bekommst von den Drecksentwicklern. Ist mir egal gerade. So. Mir gerade so richtig egal. So, gut. Rede mal mit der Pflanze. Erforschen. Nein! Können die Leute mal aufhören, mich zu belästigen auf meinem Grundstück? Oder muss ich alle umbringen? Meine Fresse, ey. Was ist der Scheiß jetzt? Meine Güte, ey. Sucht euch Freunde. Sucht euch ein Leben. Aber nervt mich nicht. Auf meinem Grundstück, Schlampe. Ganz ehrlich hier. Was ist das, ey? Komm her. Das sterben gehen. Ja, das sterben gehen, ja. Das sterben gehen, direkt, ja. Darfst du. Lass das ein Lehre sein, dass ihr mir nicht auf meinem Grundstück auf die scheiß Nerven geht. Mich dauerhaft anspricht. Meine Fresse, ey. Gar keinen Bock auf so eine Scheiße. So, erforschen, erforschen. Ja, das ist ja, das zählt nicht. Erforschen einfach weiter die Pflanzen und gut ist. So, erforschen, erforschen, erforschen. So. Hi, sehen Sie. Wie läuft's? Läuft's gut? Hoffe ich doch. Also vielleicht die Tür aufmachen. Naja, sich ja angeblich nicht porten kann, aber auch egal. Und wer irgendwer bricht hier ein. Von euch Randoms hier auftauchen müssen. Um ihr Spiel auf die Nerven zu gehen. Egal, wenn wir das Level 5 der Gartenfähigkeit. So, wobei, wie war das nochmal? Dich zurücksetzen? Los. Das Level 5 der Gartenfähigkeit. Nice. Kannst Ableger nehmen, Pflanzen veredeln, Hybridpflanzen zu erschaffen. Gut, dann nehme ich mal hiervon Ableger. So. Nö, machen wir hiervon Ableger nehmen. So. Hör mal auf mit dem Scheiß. Auf mit dem Scheiß, hör mal auf mit dem Scheiß. Nein. Kann ich den nicht. Der Sendemann kann so nett sein. Arbeite weiter an dem Streben. Ne? Ja, auf jeden Fall. Kann ich den nicht. Ah, shit, ich kann nicht zur Familie hinzufügen wegen dem scheiß Event oder was. Super. Ich eine Pflanze nehmen und drei Fische müssen wir da noch fangen. Okay, dann haben wir es. Hoffentlich. Nein! Nein! Ich bin kein Scheißzeuge vom Scheiß ablehnen. Nein! Nein! Und er fängt auch nicht an rumzuheulen. Er ist böse und Einzelgänger. Was soll ich Scheiß? So, Fische fangen müssen wir. Machen, nachdem die Leiche weg ist, aber Sendemann scheint verbuggt zu sein. Und ich kann nichts machen, weil wegen scheiß Event oder was. Nö. Weg damit. Nö. Weiß nicht, ob die uns vorhanden wird. Nein! Nein! Ich werde hier nicht von irgendwelchen Randoms belästigt. Nein! Ich werde hier nicht mit irgendwelchen Hurensöhnen reden. Nein! Jun Hashimoto, Junge, darfst auch sterben gehen. Tschüss! So. Nein! Ich rede nicht mit euch. Ja, genau, der flirtet auch noch mit mir oder was? Habe ich auch Bock drauf oder was? Ich sterbe, meine Fresse, ey. Flirtet auch noch mit mir, die Sau, ey. Geh sterben.
Nein, nein, nein. Ich werde nicht dabei sein. Nein. 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 Einfach nein. Also hört es sich vor allem was von in der Dunkelheit laut an, wahrscheinlich. Gebt mir 100 Punkte, wahrscheinlich fürchte ich mich. Vor allem was in der Dunkelheit laut. Finster Licht steht einzig und allein dazu, die gruseligste, furchterregende Kreatur in der Nacht unter ihrem Schimmer zu verbergen hat. Schleier zu verbergen hat das Gefühl, als könnte jeder selbst das Dunkel aus herausbringen und ein der Typ mit einem Sladdy-Leuchtruf ruft auch an. Ich bin Serienkiller in Sims. Ich hab keine Ängste. Meine Fresse. Und wenn das Totenkopf da interessant aussieht, aber nö. Das machen wir weg. Direkt. So, gib mir 600 Punkte. Machen wir weg. Habe ich keinen Bock drauf auf so eine Scheiße. So. Völlig verstörend, wie verstörend. Solche muss ich diese Aufregung erstmal beruhigen. Was für. Max, eine Familie wird jetzt voller, weniger Platz, aber auch viel mehr Liebe. Was für eine Scheiße, der Scheiß muss auch noch weg. Was für. Man mich ja richtig zum Scheiß Softie. Ich bin Serienkiller an Sims. Meine Fresse, ey. Angst der Tür weg. Ja, ich habe zu wenig gecheatet. An Punkten, weil. Das sehe ich nicht ein. Dass man mich zu einem scheiß dreckigen Softie machen will. Ich bin kein scheiß dreckiger Softie. Und die Punkte werde ich wieder haben. Ist mir scheißegal, also. Die will ich wieder haben. Weil ich es nicht einsehe. Weil ich sehe absolut in den Scheiß nicht ein. Außerdem habe ich auch keine Angst vor scheiß Feuer. Deswegen gib mir mal einfach 2000 Punkte. Weil es mir reicht. So. Mir reicht es wirklich mit dem Scheiß von denen. Normalerweise mache ich sowas nicht, aber es reicht mir halt einfach. Ich weiß. Was für ich werde zu einer Pussy. Ich bin keine scheiß Pussy. Meine Fresse, ey. Und nicht. Und die, ey, ich weiß, das wisst ihr nicht, weil ihr verblödet, komplett verblödet seid. Aber nicht jeder hat dieselben Ängste, ihr Vollidioten. Und nicht jeder reagiert auf alles das auf dieselbe Art und Weise und auf die Art und Weise, auf die ihr die Leute reagiert haben wollt, ihr voll unrealistischen Blödheinis. Ah, jetzt sucht mein Sohn hier auch noch hier draußen, geil. Gut, dass ich das in den Himmel entlassen kann. Nein, der hat hier nicht Zeuge zu sein. Was sucht der überhaupt hier draußen? Er war am Schlafen. Was für den juckt das? So, was für meinen Sohn juckt das? Er hat nichts mit der Person zu tun. Muss, ist 2 Tage deswegen traurig, wahrscheinlich. Der kannte diese Mistperson noch nicht mal. Meine Fresse, ey. Ja, verdient. Was labert der mich an? Der Hurensohn, ey. Gut, genug Points. Ja, schmeißen wir den Scheiß erstmal weg hier. Brauchen wir nicht. Also, kann ich nicht loswerden, schade. Das hier weg. So. So, gib mir die Scheiße vom Feuer weg. Der Rest kann so bleiben. Zack. Ja. Weg damit. Rest geht noch fit. Die beiden Ängste, die er hat. Und vor allem was für, der war am Schlafen gewesen, der Kleine. Wird wach, weil da irgendwer stirbt, den er nicht mal kannte. Wahrscheinlich. Ja, gehen wir nach drinnen. Das ist eine gute Sache. Auch wenn wir sowieso reisen und Fische fangen, deswegen. Ja. So. Ja, war ziemlich gut von mir aus, mir eigentlich sowas von scheißegal. Marcel weiß über die romantische. Ja, ihr sollt hier nicht romantische Scheiße bauen, ihr sollt euch von meinem Grundstück verpissen. Kapiert ihr es nicht? Verpiss dich von diesem Grundstück hier. Aber wie auch immer, wie es weitergeht, sehen wir im nächsten Part. Ciao.